Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zum ersten Video in einer neuen Videoreihe, meine Freunde. Und zwar geht es in dieser Reihe um unser Equipment. Ich stelle euch so nach und nach über die nächsten Wochen unser Equipment vor. Ja? Und wer von euch Süßen Interesse daran hat, kann sich dann über den Link in der Beschreibung um die 50%, das gucken wir von Produkt zu Produkt, auf das Produkt sichern bei Amazon. Ihr kennt das noch, wer sich noch an die letzten Aktionen erinnert. Wir pushen da ganz gerne mal unsere Verkäufer, unsere Verkaufszahlen. Da könnt ihr uns gerne bei helfen und dafür bekommt ihr das Produkt dann reduziert. Ja, also wartet auf jeden Fall bis nach dem Video und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen was safen. In diesem Video geht es aber auf jeden Fall um unsere Kniebandagen, die Athletic Statics 7mm Neoprenbandagen. Und gleich vorneweg möchte ich das Thema ansprechen, SPDs, ja. Und hier die Dinger, beziehungsweise ich nenne es ganz gerne Wettkampfbandagen oder Trainingsbandagen. Heutzutage muss man unterscheiden zwischen eben diesen beiden Arten, sage ich es mal, von Kniebandagen. Es gibt so Kniebandagen wie SPD oder mittlerweile auch von Titan bestimmte, die halt für Wettkämpfe ausgelegt sind. Das heißt, die Hersteller gucken, was ist vorgegeben beim Reglement und versuchen dann eben in diesem Reglement das Maximale rauszuholen. Das heißt, so dick wie möglich, so lang wie möglich, so fest wie möglich, um quasi ja, so viel Gewicht wie möglich auf diese Kniebeuge drauf zu bekommen. Quasi für einen Wettkampf, man beugt mehr, als man eigentlich beugen würde. Ja? Natürlich würde man das damit dann auch im Training. Und dann gibt es sowas wie die Rebands, ja, oder wie unsere Bandagen. Ich nenne es ganz gerne Trainingsbandagen, die nicht unbedingt den Zweck erfüllen, mehr Gewicht auf die Kniebeuge zu packen, wobei sie das auch unterbewusst machen durch Kopfgeschichten, da komme ich später noch zu, sondern es geht darum, um das Knie zu wärmen und eine Kompression auszuführen. Ja? Bei den Bandagen ist die Kompression natürlich viel größer und geht gerade und ihr seht das hier, die sind schon so leicht gebogen, da geht die Kompression nicht gerade, ja? Also quasi aufs Bein, quasi in das gestreckte Bein rein. So, das ist erstmal der größte Unterschied, gleich vorneweg, das hier sind Trainingsbandagen. Erstmal zu mir. Wann benutze ich Kniebandagen? Also Kniebandagen benutze ich eigentlich nur bei meinem Haupttag an der Hauptkniebeuge. Wenn ich zwei Haupttage in der Woche habe, sind das zwei Tage. Im Moment mache ich sogar gerade gar keinen, aber für gewöhnlich mache ich ein oder zwei Haupttage und an dem benutze ich diese Kniebandagen für die Kniebeuge schwer. Ja? Warum mache ich diesen Unterschied? Warum nicht Kniebeuge leicht oder zum Beispiel, wenn ich Frontbeuge? Equipment ist immer eine feine Sache. Was ich aber versuche, ist, ich versuche mich nicht davon abhängig zu machen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einfach als Zusatzübung leichte Kniebeugen mache oder Frontkniebeugen nach dem Kreuzheben oder so, dann lasse ich die Kniebandagen gerne weg, weil ich ja nicht abhängig von Kniebandagen sein möchte. Ja? Aber wenn es dann darum geht, eben viel Gewicht zu beugen, das heißt am Hauptkniebeugetag meistens, da geht es mir dann halt auch irgendwo darum, mich auf die Kniebeuge zu konzentrieren. Das heißt, die Kniebandagen anzuziehen. Wer Kniebandagen hat, kennt das Gefühl. Es ist ein wärmendes Gefühl. Die Kompression ist sehr angenehm. Das Gelenk fühlt sich stabiler an. Ja? Und allein dadurch, das ist auch wieder diese Kopfgeschichte, die ich gerade meinte, kann man sich einfach besser aufs Beugen konzentrieren. Man hat es mit den Knien nicht so im Kopf. Vor allem, ihr wisst es im Moment, meine Knie sind am Knirschen. Wie die krassesten, weiß ich nicht, was knirscht krass, Finn? Was knirscht? Was knirscht? Sie knirschen auf jeden Fall und das ist ziemlich laut. Deswegen im Moment benutze ich sie sogar ganz gerne, sogar etwas früher. Früher habe ich erst so ab 150, 160 die Dinger angezogen. Jetzt mache ich es ganz gerne schon ab 110 circa. Einfach, dass ich ein besseres Gefühl habe, dass meine Knie warm bleiben, auch zwischen den Sätzen. Vor allem im Winter benutze ich die Kniebandagen ganz gerne. Im Sommer kann es dann auch mal sein, dass ich sie eher weglasse, auch an einem Haupttrainingstag. Wenn es zu warm ist, ja, aber für gewöhnlich an Haupttrainingstagen, im Moment so ab 110, 120 Kilo benutze ich die Kniebandagen und ja, quasi für die schweren Sätze, dass die Knie warm bleiben und einfach präventiv, ja, und so ein bisschen für das Gefühl. Dafür benutze ich Kniebandagen. Gleich vorneweg für Anfänger, die jetzt 60 Kilo, 70, 80 Kilo beugen, braucht man Kniebandagen, unbedingt. Nein, braucht man nicht. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich benutze sie ganz gerne eben für dieses Gefühl, für die leichte Kompression, für die Wärme, um meinen Kopf so ein bisschen rauszubekommen. Aber ich habe ja auch gesagt, ich habe immer ein, zwei Einheiten ohne Kniebandagen, damit ich mich nicht daran gewöhne, ja, und dann abhängig davon bin. Ganz wichtiger Punkt. Ja, meine Freunde, das sind unsere Kniebandagen, 7mm, ganz normal, wie die Rebands auch. Dafür benutze ich sie. Machen sie Sinn? Definitiv ja. Also ich finde, jemand, der viel Knie beugt
oder oft Kniebeugen ausführt, auch schwere Kniebeugen ausführt, solltet ihr irgendein Paar von Kniebandagen auf jeden Fall haben. Wenn ihr die hier ausprobieren wollt, könnt ihr euch jetzt über den Link in der Beschreibung so viel Prozente hier, ich blende es ein, sichern, wenn ihr über Amazon bestellt. Würde mich natürlich auch über Bewertungen freuen, das ist ganz klar, ihr wisst Bescheid. Und ja, meine Freunde, die Fortgeschrittenen unter euch könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wofür ihr Kniebandagen benutzt, welche Kniebandagen ihr benutzt oder vielleicht schon benutzt habt und welche euch so am besten gefallen, meine Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace. So. Peace. So.